Als ich die Aussage gemacht habe bei der Polizei, hieß es dann: Können Sie sich denn vorstellen, dass der Markus Mundo was damit zu tun hat? So, und dann sagte man mir: Ja, wenn Sie das jetzt nicht mit Ja beantworten, dann können wir wieder nichts machen. Und dann habe ich natürlich gesagt: Ja, natürlich könnte er was damit zu tun haben. Ich meine, könnte. Wo ich heute da manchmal denke, heute sehe ich das in einem ganz anderen Licht und hätte ich es mal gelassen, ja. Ich will mal kurz so die groben Fakten dieses Falles vortragen. Und zwar wurden zwei männliche Leichen gefunden am 25.11.2010 in Südfrankreich. Und das ist die Krux in diesem Fall. Zwei Länder, zwei Staaten, die an demselben Fall gearbeitet haben. Und dabei ist es dummerweise passiert, dass die eine Seite, nämlich die französische, zu dem Ergebnis gekommen ist, Markus Mundo kann nicht Täter gewesen sein. So, ich sitze jetzt in Frankreich im Hotelzimmer und versuche, diesen Leichensack genauso nachzubauen, wie es der Täter gemacht hat. Und ich stelle mit einiger Verblüffung fest, mir gelingt das nicht ohne weiteres. Das heißt, ich komme zu dem Schluss, verdammt noch mal, das könnten möglicherweise zwei Täter gewesen sein. Zwei Studenten aus Perpignan helfen mir bei meiner Rekonstruktion. Bonjour. Now I need one person. You? Okay, come out, please. You have to open the car like this. Okay. And then you take the body in this way. Okay? And then you take the body to this place and then roll it down. Okay, that's all. Very good. Thank you. Okay, das war doch schon sehr gut. Ja. Super. Alles klar. So, jetzt werde ich mal runtergehen und das dokumentieren. 23.06.2016. Mias,
Wir haben die Leiche jetzt genau so positioniert, wie sie damals durch den Täter abgelegt worden ist. Die Spuren, die entstanden sind, soweit ich das momentan beurteilen kann, sind eher marginal. Die Rekonstruktion hat ergeben, dass ein etwa 1,80 Meter großer Mann durchaus in der Lage ist, einen Leichnam vom Fahrzeug auf direktem Wege zum Leichenablageort zu bewegen. Wir können also festhalten, eine Person schafft das ohne Probleme. Ich heiße Sandra Dittmar und ich habe im Jahre 2006 mit Heiko Mundo erst zusammengearbeitet und dann wurden wir auch ein Paar und waren circa 9 Monate zusammen. Heiko und Dieter haben, ich weiß gar nicht wie lange, hier schon begraben gelegen und es gab einfach kein Namensschild. Wenigstens das haben sie verdient, sage ich mal, dass wenigstens ihr Name da noch weiterlebt. Ja, ne? Ich glaube halt auch einfach daran, dass es selbst für die verstorbenen Seelen wichtig ist, ihren Frieden zu finden. Das geht, glaube ich, einfach wirklich nur, wenn es wirklich eine Aufklärung gibt, was jetzt wirklich passiert ist. Die Ermittlungen in Deutschland sind deshalb nicht aufgenommen worden, weil man sich geweigert hat, einen vermissten Fall anzunehmen. Bis eine Zeugin auftritt und mit Nachdruck behauptet, da kann etwas nicht stimmen. Ich habe hier halt ja, mehr oder weniger teilweise mitgewohnt und hier auch Fernsehen geguckt oder hier auch am Computer gesessen und quasi da mit Heiko meinen Alltag außerhalb der Arbeit verbracht. Da? Ne, ich glaube, da stand nämlich der alte Fernseher von Heiko, hier in dieser Ecke. Ja, das ist schon immer noch ein mulmiges Gefühl, so hier zu sein. Ich glaube, das war dann am 9. Dezember, als ich dann beschloss, da ihn anzurufen. Auf jeden Fall ging ein Anrufbeantworter dran. Bei mir hatte ich auf einmal ein komisches Gefühl. Und dann habe ich mir Dieters Telefonnummer rausgesucht. Und dann war da das Gleiche. Und dann hatte ich noch ein komischeres Gefühl. Mein Vater hatte mal die Idee ins Spiel gebracht, ob wir uns vielleicht eine Finca auf Mallorca kaufen könnten, wo wir unsere Zeit verbringen könnten. Und als ich im Dezember 2010 nach Hause kam, habe ich festgestellt, Strom abgestellt, Wasser abgestellt, Betten abgezogen, Sommerklamotten weg, Koffer weg, Taschen weg. Und einen Haufen Geld weg, da denke ich mir doch, okay, dann werden die wohl tatsächlich irgendwo in den Süden gefahren sein. Eine Möglichkeit, eine Theorie. Das ist typisch mein Vater, da erkenne ich meinen Vater wieder. Mein Vater hat zu kaum einem Nachbarn Kontakt gehabt.
Es sind ja keine Vorbereitungen für eine Reise getroffen worden, von keinem von beiden. Die waren von jetzt auf gleich weg. Da habe ich gesagt, gut, wenn man überwintert, dann ist man aber auch irgendwann mal wieder hier. Ja, jetzt wird es hier schon wieder Sommer. Die sind aber immer noch weg. Man hätte ja zumindest mal irgendeinem Nachbar erzählt, hier, wir fahren länger nach Mallorca oder in den Süden und wir wollen dort überwintern. Der Heiko hat das ebenfalls nicht getan. Der hatte viele soziale Kontakte und hat von heute auf morgen den Kontakt, der war abgebrochen. Ja. Und das war ja auch das Auffällige am Anfang. Ich bin unschuldig. Ich will nach Hause. Ich will mein Leben zurück. Bislang dreht sich alles nur um fragwürdige Indizien und um mich. Es sind absolut keine Ermittlungen erkennbar, die sich mit den unzähligen alternativen Spuren befassen. Die Gerichtsverhandlungen sind von Gefühlskälte geprägt. Ich habe so viele Fragen, aber keiner will sie hören. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Und zwar habe ich hier so einen Beleg. Und da hat der Dieter Mundo wohl für 625 Euro eine offenbar Sonnenbrille gekauft. Und ein Ansatzpunkt ist natürlich dieser Beleg von dem Brillenstudio weg, den die Polizei auch gar nicht gefunden hat. Das könnte halt eben ein Indiz sein, dass das, was Markus Mundo sagt, stimmt. Dass er eben geplant hat, in den Süden zu fahren. Ja, ich bin der Rechtsanwalt von Herrn Mundo aus Berlin. Nehmen Sie doch ruhig einen Moment Platz, dann können wir das gerade in Ruhe besprechen, halt auch, ja. Stimmt das, dass man daraus erkennen kann, dass das eine Sonnenbrille war oder eine getönte? Das kann man nicht erkennen, ja? Kann man nicht sehen. Okay. Ich weiß, dass er Fahrradfahrer war und hat immer fotodrobe Gläser getragen in der Sonne. Also keine reine Sonnenbrille. Verstehe, also eine selbsttönende. Okay, also das ist keine Sonnenbrille, ja? Das hier ist keine beides, reine Sonnenbrille. Aber das sind schon selbsttönende Gläser. Das sind selbsttönende Gläser. Ach so, das ist ja ärgerlich. Und erinnern Sie sich an das Gespräch, an das Verkaufsgespräch mit Herrn Mundo? Hat er da irgendwas geäußert, dass er irgendwelche Pläne hätte? Nee. Gar nicht, ja? Nee. Okay. Ja, natürlich war das erstmal ungewöhnlich, dass sich halt wirklich keiner zurückmeldet. Dann habe ich mich an ein Vermisstenforum gewendet. Heiko und Dieter Mundo werden vermisst. Ich habe dann erstmal versucht, einfach Informationen zu sammeln aus der Nachbarschaft. Dann habe ich versucht, über Heikos Internetanbieter rauszukriegen, ob er E-Mails kriegt, ob er E-Mails holt, ob er E-Mails liest. Ich habe dann irgendwann auch Radiosender angeschrieben, ob die nicht mal eine Vermisstenmeldung machen können. Ich hatte Markus eine ziemlich lange Mail geschrieben.
er hat mir dann halt ziemlich kurz und knapp geantwortet. Und das war dann so für mich das, was mir damals dann komisch vorkam, dass ich so dachte, irgendwie klingt er halt eher angepisst als besorgt. Hallo Sandra, ich habe deine E-Mail nur kurz überflogen und nicht detailliert gelesen. Da sie nicht die einzige ist, die ich in den letzten Wochen zu diesem Thema erhalten habe. Ich bin mit dem Thema spurloses Verschwinden meines Bruders und meines Vaters so langsam echt durch und möchte diesbezüglich allen Beteiligten um Verständnis bitten, dass ich mich auch mal um meine eigenen Sachen kümmern muss und nicht dreimal täglich unzähligen Leuten die gesamte Leidensgeschichte rund um das Thema darlegen kann, was ich bereits mehr als ausführlich getan habe. Ich sage, ich melde mich wieder bei dir. Und dann sagt er, ja, ist gut. Ja, und dann habe ich das gemacht. Dann bin ich zur Polizei. Und als ich die Aussage gemacht habe bei der Polizei, war ich halt auch einfach irgendwie ein bisschen sauer, wütend, keine Ahnung, weil ich einfach mir so ein bisschen mehr Kooperation gewünscht hätte von ihm. Tja, und dann ging das dann seinen Gang. Er geriet dann während den Ermittlungen eigentlich erst ins Visier, weil er sich dann auch bei seinen Aussagen verstrickt hat. Ja? Also er hat uns, es ist ja schwierig, allen Personen die gleiche Geschichte zu erzählen. Da war es ja, glaube ich, noch die Zeugenvernehmung. Er ist ja dann irgendwann während der Vernehmung aufgrund dieser widersprüchlichen Aussagen und so weiter und dass das alles irgendwie nicht gepasst hat, ist er ja dann auch in den Beschuldigtenstatus irgendwann gekommen. Ja. Ich wurde gefragt, was glaubst du, was vermutest du? Mir wurde immer gesagt, sie sind unser wichtigster Zeuge, wir brauchen sie, wir brauchen sie. Und ich habe gesagt, vielleicht dies, vielleicht das, vielleicht jenes. Dass man dann aber aus einer Vermutung zur Überwinterung sagt, der hat sich eine Legende zur Auswanderung ausgedacht, denke ich mir, hä? Das ist falsche Auslegung. Als ich die Aussage gemacht habe bei der Polizei, hieß es dann, können Sie sich denn vorstellen, dass der Markus Mundo was damit zu tun hat? Und dann habe ich gesagt, mein Gott, ich will jetzt hier niemanden verdächtigen. Nee, Sie verdächtigen niemanden, das sind ja nur Vermutungen, die Sie hier äußern. Wenn Sie den Konjunktiv benutzen, dann ist das keine Verdächtigung oder kein Verdacht. Und dann sagte man mir, wenn Sie das jetzt nicht mit Ja beantworten, dann können wir wieder nichts machen. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, natürlich könnte er was damit zu tun haben. Ich meine, könnte. Ja, und dann stand das da. Halt. Wo ich heute da manchmal denke, heute sehe ich das in einem ganz anderen Licht und hätte ich es mal gelassen, ja. Ich glaube nicht, dass der Markus zu so einer Tat fähig ist. Und weil der Markus nicht so, wie es ihm vorgeworfen wird, sich so verstellen kann.
gibt eine Begebenheit in diesem Fall, die ist absolut unzweifelhaft, weil es ein Beweisfoto gibt. Markus Mundo ist am 15.11.2010 in Frankreich unterwegs und fährt Richtung Spanien. Er ist aber zu schnell gefahren, wird von den französischen Polizeibeamten angehalten und die dürfen dann auch einen Blick in sein Fahrzeug werfen. Und dann ist natürlich der Gedanke naheliegend, also derjenige, der in das Fahrzeug hineinschaut, der hätte doch bemerken müssen, dass sich in diesem Fahrzeug Leichen befinden. Hat er aber nicht. Und das war Grund für mich, den Kollegen mal aufzusuchen und genauer zu diesem Ereignis zu befragen. Warum wollten Sie hinten in das Fahrzeug hineinsehen? Au début, j'étais intéressé par le véhicule. Les véhicules américains me plaisent. Et puis, comme c'était un véhicule qui était aménagé à l'intérieur, je lui ai demandé s'il voulait bien ouvrir le véhicule. Und als Sie ihn gefragt haben, hey, amerikanisches Auto, kann ich mal hinten reinschauen? Hat der Mann irgendwie reagiert? Ist er nervös geworden? Non, ça a rien changé du tout. Il a ouvert volontiers la voiture. Il était très détendu. Und als Sie in das Auto hineingeschaut haben, was haben Sie da gesehen? Je me rappelle, à l'intérieur, il y avait un lavabo qu'il avait bricolé avec un bidon d'eau. Et il me semble qu'il y avait un lit, mais j'arrive pas à me rappeler si ce lit était en position verticale ou horizontale. Donc ici, il y avait le lit. Et ici, le lavabo. Donc, mon collègue était en train de rédiger la quittance et j'étais avec le conducteur. Donc, je devais me situer ici, au niveau de la porte latérale. Et il me semble que Marcus était sur ma droite, de la porte latérale aussi du véhicule. Gab es auch Bereiche in dem Fahrzeug hinten, die Sie nicht einsehen konnten? Oui, tout ce qui était sur la partie ici, là, après le lavabo, j'avais aucun visuel dessus. Wenn man Ihnen vorher gesagt hätte, in dem Auto sind zwei Leichen, wo hätten Sie angefangen zu suchen? J'aurais regardé à l'arrière du véhicule, puisque c'est là où il y avait le plus de place. Und genau diesen Platz haben Sie ja gar nicht einsehen können, weil Sie ja seitlich zum Fahrzeug standen. Für mich ist jetzt klar, ich muss mir selbst einen Eindruck vom Auto machen. Ich habe Schlafstörungen, Albträume, Angstzustände und Herzrasen. Manchmal zittere ich am ganzen Körper, stundenlang. Ich ertrage die Enge der Räume nicht, das Eingesperrtsein, den Freiheitsentzug. Die Haft bricht meinen Körper und Geist. Ich fühle mich wie eine leere Hülle. Mein Ich hat mich verlassen. Bitte, bitte hören Sie endlich auf mit diesen falschen Anschuldigungen und Unterstellungen. Bitte hören Sie auf, Ihre Fantasien in meine Worte hineinzuinterpretieren. Bitte hören Sie auf, mir meine Worte im Mund herumzudrehen. Ich glaube, diese Frage nach Schuld oder Unschuld, die läuft im Unterbewussten schon ab und das stresst mich. Also, weil es sind schon so Sachen, wo ich dann teilweise Momente habe, wo ich denke, das ist irgendwie, ich würde einfach gerne mal auf den Tisch hauen und sagen, ich rüttel dich jetzt, sag mir bitte mal, was jetzt wirklich war. Ich kann nicht jedes Mal in die JVA latschen und ihm sagen, irgendwie, pass auf, so sieht's aus und mir jedes Mal dann abends im Hotelzimmer irgendwie das Kopfkissen nass rollen, weil ich denke, oh, war es jetzt, war es nicht, irgendwie so wie diese Blumen, er liebt mich nicht, ich kann es einfach nicht. Ich kenne manipulative Menschen und manipulative Menschen haben etwas anderes.
die wickeln ein, die machen Komplimente, die appellieren an irgendwelche narzisstischen Strukturen, die es in jedem Menschen gibt, auch in mir. Und das glaube ich nicht. Also ich glaube nicht, dass er manipuliert. Entweder er spaltet ab oder er ist unschuldig. Das sind für mich die zwei Sachen. Und wenn er abspaltet, dann kann ich ihm darauf keinen Vorwurf machen, weil dann ist es wirklich weg. Aber ich glaube da auch nicht dran. Also ich glaube tatsächlich daran, dass er das nicht war. Ich habe mich genötigt gefühlt zu sagen, ja, er könnte was damit zu tun haben, nur damit die Ermittlungen weitergehen. Hallo! Hallo! Sandra Dittmar, ich möchte zu Markus Mundo. Aus der Sicht gesehen, dass er jetzt im Knast sitzt und dass ich damit, sage ich mal, den Startschuss gegeben habe, sich auf ihn einzuschießen, sich an ihm festzubeißen. Ja, hätte ich es natürlich lieber nicht gesagt. September 2016, Jüterbog. Ich werde mir gleich das Mundo-Mobil ansehen. Das ist ja jener Minivan, mit dem die Leichen in Mejas und in Cornelia abgelegt worden sein sollen. Wir werden versuchen, durch eine Rekonstruktion herauszufinden, ob das in der Form überhaupt möglich war. Sollte sich herausstellen, dass die Leichen mit dem Fahrzeug gar nicht transportiert worden sein können, weil der Wagen beispielsweise zu klein ist, dann hätte das Gericht in Deutschland ein Problem, weil es ja sagt, genau so muss es gewesen sein. Das ist also der Wagen, um den sich alles dreht. Ich habe mir so ein paar Fragen zurechtgelegt und da würde ich gerne mit Ihnen drüber sprechen. Was ist denn eigentlich Markus Mundo für ein Mensch? Er hat ja immer so das Zepter in der Hand gehabt. Er kann also als Täter nicht ausgeschlossen werden. Ich habe irgendwann gesagt, ich lege jetzt einen Schalter um, ich glaube dem. Er ist nett, er ist freundlich, er ist narzisstisch geprägt und hat wenig Schwingen für andere. Wer hat meine Verwandten umgebracht? Das will ich doch wissen.